Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wie immer in Alpha 15, oder das heißt wie immer, aber immer noch. und ich spiele mit dem Nexus zusammen. Hallo. Und die Ruby haben wir ja auch noch reingelassen. Hallo. Die haben wir reingelassen. Den Faustus lassen wir nicht rein. Wow. Weil der ist ja noch nicht hier. Ja, ich bleib, wo ich bin. Der Markus, dich hab ich doch gesagt. Ja, ja. Hey, wieso gehe ich denn hier hoch? Dann geh doch zu euch. Geh doch zu euch. Ja. Nein, wenn Faustus hier ankommt irgendwann, falls er uns dann vielleicht mal findet oder wir ihn finden oder so, dann darf er natürlich hier auch einziehen. Natürlich. Ich habe mal eine Frage, ne? Frag? Ach, du Scheiße. Die Spider-Zombies, ne? Die laufen doch immer auf allen Vieren irgendwie, ne? Ja. Ja. Gut, dann ist auf dem Berg, glaube ich, einer. Kann aber auch ein Kriecher sein, ne? Wo bist du denn? An der Mauer. Ich habe mich hier hochgestellt und ich hatte eben gesehen, dass ein paar Zombies den Berg runtergekommen sind. Und von weit weg habe ich eben, der ist so auf allen Vieren gelaufen. Könnte auch ein Kriecher sein, aber das sieht man so schlecht. Hier in die Richtung, in die ich laufe jetzt gerade? Ja, jetzt müsstest du schon hoch. Ich sehe den da, der kriecht da rum. Sieht aber aus wie ein Spider, oder? Ja, ist ein Spider. Sieht halt, die sehen halt immer aus wie Adam Sandler, ne? Ja, hab noch nie drauf geachtet. Du Adam Sandler, Mann? Ey, mach wenn mal einen Witz. Wenn der Böder das sagt. Wie kommt der denn dahin? Wieso macht er denn keinen Witz, wenn ich ihn frage? Hallo? Sir? Achso, Ruby, unten ist ja noch zum Beispiel eine Hose und sowas alles drin. Und hier ist zum Beispiel sowas, guck mal. Oh, da, ja, danke. Was ist das? Oh, eine Mütze. Danke. Ja, Entschuldigung, ich weiß, dass ihr nicht alte Omas sehen wollt, wenn die nackt rumrennen, aber... Ja, muss nicht sein. Nee. Also ungern zumindest. Ich hatte nichts. Wir mussten jetzt schon die ganze Zeit FSK anmachen hier wegen dir. Ja. Ja, ehrlich jetzt? Ja. Oh. Einfach zu dreckig. Guck mal, er meckert über mich, weißt du, von wegen, dass ich hier alles doppelt reinpacke, ne? Ich gucke jetzt gerade zufällig in die erste Kiste und in die vorletzte. Wow, wow, und er wow. hat in beiden Eimer Dünger drin. Ey, Dünger wusste ich noch gar nicht. Da habe ich eben jetzt einen in irgendeine Kiste gepackt. Da habe ich den. Ja. Oder hier sind die ganzen Samen drin, weißt du? Er packt die da vorne in der ersten Kiste. Ja, weil da sind die nach mein, also so wie ich das hier, habe ich die Samen auch immer mit in der Essenskiste halt. Würde ich aber auch machen, glaube ich. Es ist ja, ja kein Essen. Ja, aber nee, das wird aber dazu. Ja klar, aber das dauert, das muss man anbauen, etc. Ja, aber den kümmern. Dann machst du ja schon, ne? Nee, noch nicht. Ich würde aber Samen auch da rein tun. Okay. Jo. So ganz unten in die letzte Reihe. Ich nehme ich auch. Und weil ich den Samen alle zusammen haben wollte, habe ich natürlich die Baumsamen, packe ich dann auch da rein. Ich weiß, das wird auch kein Essen. Aber wieso, man könnte auch Baum essen, wenn man will. Ja, die Baumsamen sind aber auch schon woanders. Ich kenne halt deine Sortiertechnik. Oh, warum? Ja, die sind in der Supply-Kiste mit dem Hammer. Ich krieg hier gleich ein Kind. Was ist denn das hier? Schon wieder? Was? High five. Lustig. Ja, lustig, ja. Fanden wir jetzt schon. Ja. Wow. Könnt ihr mal... Alter. Achso. So, ich muss wieder darüber schwimmen jetzt. Boah, treffe ich diesen Scheiß, höre ich nicht. Wie ist es zu hoch, zu niedrig? So, warte mal, ist das ungefähr richtig? Wir müssen uns dringend irgendwie was überlegen, ey. Die machen die Mauern immer mehr kaputt, ey. Ja, ja, wir müssen halt endlich Zement machen und so. Und das Seilzimmer. Ja. Also ich kämpfe hier gerade draußen mit ein paar Zombies. Wäre nett, wenn ihr auch kommen würdet. Ja, okay. Ich dachte, du kommst alleine klar. Aber nee, natürlich wieder nicht. Nein. Wow. Ich bin gerade ziemlich weit weg. Nächstes habe ich voll erschrocken. Das wollte ich auch so. Ach so. Und ist das ja langweilig. Ja, stimmt. Wieso? Ich schwimme gerade wieder. Und schwimmen. Schwimmen. Einfach schwimmen.
Oh Mann, ist das weit, ey. Das ist eigentlich normal, dass wir bei jeder Aufnahme irgendwas singen müssen. Weil wir halt ziemlich Assis musikalisch sind. sind. Na, total. Ja, wir sind musikaler Mongus. Auf Musikaler jeden Fall. Mongo. Ja, das ist die Steigerung von Mascara Mongus. Hier sind immer Was? noch Was Zombies redest du irgendwo. da? Irgendwo Also ich schreit habe hier noch auf, einer weiß rum. ich nicht, wenn du zu viel geistigen Dünnpfiff im Kopf behältst, ne, und das nicht rauslässt, dann platzt du irgendwann, weißt du? Und Du das ist platzt halt davor, auch. ne? Bei dir ist das jetzt schon so weit, oder? Na, ich bin ich lasse das ja immer gerne raus. Fortgeschrittener, ne? Naja. So, ich habe auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie wir das ein bisschen minimieren können, dass die auf die Mauern zurennen. Ich mache jetzt schon mal Spikes. Oh ja. Weil irgendwie müssen wir ja was machen. Vor allen Dingen eben die Frontmauer sozusagen, da wo wir eigentlich die ganze Zeit kämpfen. An der Front. An der Front vorne. Ja, ja. Ja. Das Ding ist, die kommen von. Also da, wo wir rausgehen, ne? Ja, Von das meine da ich ja kommen genau die da. und von rechts und von links auch. Ja. Von rechts halt auch ziemlich oft. Ah, gut, und von links auch ziemlich oft. Also es bleibt sich alles gleich, glaube ich. Wäre es nicht auch besser, wenn wir immer die Zombie-Leichen hier wegmachen irgendwie? Wollte nicht. Ja, das Ich kenne Geruch jemanden, der und hat mal das behauptet, dass das besser ist, aber den kennst du, verschwinden auch glaube ich, so. auch. Ja, ich kenne den auch. Echt? Aber Erzähl mal, wie nennt man Namen, bitte? Nee. ich weiß halt nicht, ob das stimmt oder nicht. Mich auch nicht. Also, Also, ich weiß das ich nicht. hab's mal liegen lassen, es hat nichts gejuckt. Es hat Ich. nichts gejuckt. Ja, es ist uninteressant, irrelevant. Die verschwinden ja sowieso irgendwann. Ja. Ja, aber ich finde das eklig. Und ich finde auch, Ja, wie du auf ich. die rauftrittst, das So ein bremst geiles dich. Geräusch. Ich Das finde bremst das dich voll. eklig. Ja, okay, das Das schon, stimmt. aber. Und das nervt, deswegen mache ich jetzt Leichen weg. Ruby, der Leichenschreck, macht jetzt die Leichen weg. Ja. Ja, dann mal los. Mano. Mit der Gabel und mit dem Messer. Geht es immer wieder besser. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Ich brauche Stein und ich Ja, es brauche ist schon wieder sehr Feldstein. spät. Oh Mann, ey. Das Doof ist natürlich, diese Spikes dauern ewig lange, bis sie mal für dich gecraftet sind. Richtig Ja, ätzend, das ja. dauert echt richtig lange immer. Und eben 100 Holz pro Spike, was ich überhaupt nicht verstehe. Naja, die fallen die einigermaßen. Naja, die sind schon Nexus? besser als Ja. diese runden Hast Teile du da. Steine? Nö. In der Tasche? Oh, Mist. Oh, Aber ich kann dir fuck. irgendwelche holen, wenn du willst. Wenn du reingehst, dann. Achso, gut. Nee. Danke. Wie viel willst du denn haben? Auch 5 nur. 5, weiß ich, ich hacke hier schon 20 Steine. Nee, sind nur 16, aber egal, hier liegen sie. Danke, das ist super nett. Kein Problem, wieso brauchst du Steinaxt oder was? Ja. Da. Toll, Hier. danke. Das hättest du mir auch eher sagen können. Meine sind besser als meine. Echt? Hm. Wundert mich jetzt irgendwie. Warum? Ja, weil du ja auch schon einige gemacht hast wahrscheinlich. Ja. Normalerweise müssten die eigentlich fast gleich sein. Nee, ist es aber nicht. Ist ja Komisch. schon nicht hell hier, ne? Glaube ich, ist auch mal ein bisschen Holz, wa? Ja, ich mache halt Holz und dann hau ich immer direkt ein paar Spikes raus. Ist so, weiß ich nicht, 1000 Holz habe, kannst ja 10 Stück draus machen. Muss mal vorstellen, 1000 Holz kloppen, ey, und dann kannst du sogar mal 10 so Dinger bauen. Ja, ne? Ja, das ist schon echt traurig, ne? Ja. Und die sind nur einen Block groß. Wenn die jetzt wenigstens, sag ich mal, was weiß ich nicht, 3x3 Blöcke groß werden oder sowas, dann okay, ne? Kein Thema. Dann vielleicht, ja. Ja. Ich glaube, mein Knochen ist gebrochen oder sowas. Ja, das würdest du aber dann sehen.
Ja, da ist, so ein Knochenzeichen, aber. Ja, dann. Ich loote hier gerade das Haus auseinander. Du lootest das Haus auseinander? Wo bist du denn überhaupt? In der Wüste. Unglaublich, weißt du, er ist ganz da hinten irgendwo und wir beide kümmern uns um die Base hier. Das ist so typisch Mödern. Nächste Danken. Kein Problem. Oh, ein Safe. Ach, er mit seinen Saves, er ist doch eh nur Müll wieder drin. Ja, echt, ey. Ich um mein Safe. Okay, das dauert jetzt 2 Stunden. Und 5 Steinäxte. Nee, ich habe das für die Eisenpicke. Meinst du, mit 5 kommst du weit? Weiß nicht, wenn die schon 500er sind. Na gut, das stimmt, ja. Nee, meine Steinäxte sind so 56, also die ich jetzt habe zumindest. Ich habe jetzt gar nicht auf Garten, ich glaube auch 52 oder so. Ja, keine Ahnung, Bobi hat die. 56 hat die eine. Ah, okay. Oder 58 sogar? Ich habe gar keine Angst. Auf jeden Fall, die ich jetzt habe, ist 56. Oh Mann, ey, der duert so lange. Aber 1000 habe ich ihn schon abgezogen. Er ist halt wichtig. Ich dachte, oh geil, das Haus konnte ich ja eben nicht looten, weil ich mein Inventar schon voll war. Ja. Und deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Vielleicht finden wir hier eine Branch, weißt du? Ja, ist alles richtig, mein Gott. Looten ist schon wichtig. Wenn 2 Stück sich um die Base kümmern, kann der dritte ruhig looten gehen. Also ich muss alles alleine machen. Ja, das ist das ja, weißt du. Wenn du alleine bist, dann geht das halt nicht. Dann musst du wirklich sagen, okay, heute looten, morgen Baseaufbau oder was weiß ich nicht, ne? Und zwischendurch muss man auch mal jagen gehen. Ja. Und fischen. Aber es geht eigentlich. Aber fischen, genau. Warum gibt's das nicht? Fischen, ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Und eine Angel bauen ist auf jeden Fall mal ein Ding. Das wird bestimmt in einem von den nächsten Alphas irgendwann mal implementiert, meint ihr nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wäre doch. Nee. Also die Highlights haben wir ja schon gesehen für die Alpha 16. Er muss ja nicht die 16 sein, kann auch die 17, 18 oder 19 sein nachher, weißt du? Ja. Aber irgendwann. Ah. Guck mal, ich habe hier jetzt schon mal angefangen mit den Stacheln. Ja. Ich mache erstmal nur so eine Reihe, aber dann so ringsrum. Hier, ne? Ja. Und dann auch hier vorne Tor natürlich. Und auch bis hier hinten hin. Müssen wir dann aufpassen, wenn wir rausgehen, dass wir dann erstmal hier oben drüber laufen. Na, und dann hier hinten irgendwo runtergehen. Okay, ja klar. Dass die ganze Seite erstmal hier einmal mit Stacheln voll ist. Na, weil hier, die hat ja schon voll viel gelitten hier, die Wand. Ach nee, können wir ja nicht. Brauchen nee, wir brauchen Zement. Ja Zement. Ei, ei, Baumeister Nexus. Ach, du kriegst dein Baumeister Nexus, ey. Ja, hä, warum? Oh, Alter. Ich meinte das eigentlich nur so, dass du weißt, wo du die hinsetzen kannst, wenn du welche machst. Ja. War doch nur lustig gemacht. Nee! Diese Mädchen, zieh den Rock bloß aus. Nee, der steht mir. Da ist ein Reh! Wo? Hä? Was? Der steht mir, da ist ein Reh. Guck mal, renn doch nicht weg! Du sollst dir sein Kleinchen angucken. Ey, wenn die losrennen, Mann, Alter, dann siehst du nur so eine Weißarsch-Antilope. Wo war nur Scheiß drin? Ja, in dem Tresor. Das hat Faustus doch gleich gesagt. Ja. Hättest du mal Faustus gehört. No. Faustus hat aber gar keine Ahnung. Wie kannst du sowas sagen? Ehrlich? Nein, das ist echt schlimm. Das ist nicht. Dafür also habe ich auch jetzt eine 481er Büchse. Also ich würde sagen, wir schließen Wödern jetzt aus. Ja, der kann ja mein Haus übernehmen. Ja. Faust, du kommst dann jetzt sofort bitte hier hin. Ich sagte gleich die Koordinaten. Vor allem, das ist mein Bunker. Ihr könnt alle nach Hause. Nee. Jetzt ist vorbei. Wir sind hier in Überzahl. Ihr könnt mich mal an den Pube schmatzen. Ja, mache ich gerne. Da setze ich mich gleich auf mein nicht vorhandenes Minibike und komme rüber gedüst. So, neue Axt gebastelt und dann ist der Chick. Sollte auch mal wieder ein bisschen Holz besorgen. Ja, ich bin die ganze Zeit nur am Holzfällen, wieder craften, Holzfällen, craften. Gib mich noch auf den Nerven. Mal richtig auf Reise gehen. Ich muss Klamotten, ey. Ich kann ja nicht nur hier von Bäumen und Steinen leben, ey.
Muss mal richtig auf Reise gehen. Unbedingt. Alter, das Haus ist doch voll der Reinfall, ey. Die fetten Safe stehen und was packen die da rein? Müll. Manche mögen Müll. Ja. Hallo Hähnchen. Du wirst jetzt sterben. Wenn du es kriegst. Nein, bitte nicht. So, auseinandergenommen. Oh. Zwei Fleisch und viele Federn. Ja, Federn. Ach, was, jetzt wollte ich schon Federn. Pfeile brauche ich, so. Wolltest du Federn eingeben? Ja. Kann ich scrappen? Das kann ich auch scrappen. Brauchen wir nochmal 250 Pfeile? Ja, mal eben so. Ist ja auch. Ist ja nix. Dann komme ich so auf 650 Pfeile, die ich dann habe. Muss meine Box austracken oder zumindest hier das Shirt. Weil es sonst zu warm wird, ey. Ach, hier sind ja noch Setzlinge. Komm, ich kann ja mal Bäume setzen gehen in der Zeit, ey. Tch. Ja, ich habe jetzt gerade keine Axt und keine Pickel. Mann. Oh, hier ist schon wieder ein Vogelnest. Hallo. Das ist ja auch eins. Ey, die sind hier alle noch nicht gelootet, ey. Direkt in meinem Haus. Das ist doch gut. Ja, klar. Ich hab ja nicht schon 600 Pfeile. Wood Spikes, ja, oder? Froh. Ja, Wooden Spikes. Die kleinen. Die vielleicht am teuersten sind. Die anderen sind ja Woodlock Spikes, ne? Ja, die sind aber scheiße. Ja, leider schon. Ja, das sieht manchmal so aus, als würden die da einfach drüber marschieren, ne? Ja. Ja, wieder ein Netz, ey. So einmal 10 Setzlinge gemacht, ey, und schon wieder 30 Federn am Start. Jo, kann man mal machen, ne? Ey, so ja. Unnormal, ey. Ja, schade. Keine Range? Ne. Ja, dann würde ich mal einfach sagen, dass wir das nächste Mal, den nächsten Tag, Tag 12, vielleicht nur damit verbringen, hier alle drei Woodspikes zu machen, um die Base ein bisschen sicherer zu kriegen. Dass wir so zwei Reihen so haben, sag ich mal. Und dann vielleicht an Tag 13 dann mal losgehen in die Stadt da. Und dann natürlich vorher hier noch ein paar Federn und so weiter sammeln. Das ist ein Vorschlag. Ja. Hört sich gut an. Aber ich komme nicht mit. Ja, okay. Das musst du ja nicht. Naja, ich will nicht. Mich ist voll gemein von dir. Ja, ich meine, wenn er nicht will, dann will er nicht. Hat er Pech gehabt. Oh, ja. Das genau. Muss man akzeptieren können. Ja, oder? Genau. Ja, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Richtig. Genau. Wow. Wer will denn noch Glück haben? Ich nicht. So. Ach, hier ist auch noch. Ah, ne, den Rucksack hatte ich schon. Scheiße. Hier ist noch ein Topf und ein Dingens. Und hier ist noch ein Dingens. Boah, meine Axt ist ja immer noch nicht fertig. Und die 5, die 250 Pfeile da. So, kann ich noch was scrappen? Jo, das und das. Kann man eigentlich aus zwei Ranch irgendwie eine neue machen? Ja. Doch? Wenn du eine Werkbank hast. Ja. Dann kannst du die da reinlegen. Das ist dann, wie nennt sich das? Werkzeugstück A und Werkzeugstück B ergeben gleich Werkzeugstück C. So ungefähr. Das sind die Slots, ja, ja. Ja. Ich erinnere mich. Zombies! Wieder? Mal wieder. Ja, und 3-4 Stück. Ach, hier sind ja nochmal 72 Federn in der Kiste. Ja, leck mir mal schon. Kann ich ja gleich nochmal. Spiekes? Nicht Spiekes. Hey. Federn? Pfeile, mein Gott. Nochmal 106. Ja, da habe ich über 7. Boah, da kommt noch so ein Zappeliger von den 90er. zappelt so, als wenn er immer Trance hört. Da kommen noch so zwei Muddis. Hey, Mutter! Es geht!
Oh, noch einer, ey. Hier Sublieger kommen aus die den ganze Zeit immer 90ern. welche, ne? Ja, was denn? Der zappelt und zappelt und zappelt. Der hört bestimmt hier Love Parade oder so. Right. Ja, der hört Love Parade. Er ist Love Parade-Fan, fertig. Ja, Ruby, der ist schon tot. Du brauchst nicht nochmal Ja, schießen. der Pfeil war schon gespannt, Mann. Ja, und dann drückst du einmal eins oder zwei, was du eben noch so als Slot hast, und dann ist der Pfeil nicht weg. Wie lange das dauert, bis Faustus uns gefunden hat, darauf bin ich auch mal gespannt, Mann. Gespannt, Ja. ne? Hey, da ist noch eine Mama. Hallo, Mama. Also heute nicht mehr. Hey, du hast meine Mama umgebracht. Ja, tut mir ja leid. Willst du das Lootzeug haben hier? Nein, ich Ach, will dann es eben nicht. nicht. Geh doch Wir sind. weinen. Ich esse Nee. Katzenfutter. Also ich habe eben schon ein paar Federn mitgebracht, ne? Und jetzt habe ich auch schon wieder 165. Ja, das Oh ist ne. schön. Ich habe eine Kreischerin hier irgendwo, oder? Habe ich doch gerade eine Kreischerin gehört? Da läuft was. Jo. Geh Hey kaputt, du ho. blöde Sau. Na klar. Und Kopf Dann weggesprengt. bist du schon wieder zu Hause? Nee, noch lange nicht. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem bei der Folge aufhören. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wieso, was wolltest du denn sagen? Ne, wegen den Stacheln, damit du eben Bescheid weißt, dass du nicht einfach darunter springst, beziehungsweise eben einfach reinrennst, wenn es gleich dunkel wird. Aber wenn du noch nicht da bist, dann kann ich dir das gleich sagen. Also, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Oder das machen wir alle sogar. Schaut bei den anderen mal vorbei. Die liebe Ruby und der liebe Nexus haben ja sich die ganze Zeit um die Base gekümmert und die Verteidigungswerte in die Höhe getrieben. Der Faustus, ich habe keine Ahnung, was er macht. Boah, Wahrscheinlich ich hab alles. kämpft gerade gegen Zombies. Wahrscheinlich alles, was wir Wow. auch machen, bloß alles alleine. Er ist halt der richtige Survivalist. Ey, wenn ihr da reingucken wollt, macht das gerne. Die Kanallinks von den anderen stehen alle unten bei mir drin in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und sind raus. Ciao. Ciao. Tschüss.